Auf alle Fälle, Belche Bestitch, rechts unten in der Ecke sehen wir den einzig wahren Warcraft 3 Ork-König. Sehen wir Grubby. Und links oben in der Ecke dann von Team AAA Marine Lords. Stand 0:0, weil gerade erst gestartet. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie ihr denn gewettet habt auf mystarcraft.de. Ah, geiles Spiel auf alle Fälle. Was uns jetzt erwartet. Wunderschönes Best of Five. König der Orks. Ja, das war er tatsächlich. Stieg in StarCraft 2 ein Stück weit spät ein. Aber mittlerweile auch jetzt schon relativ lange mit am Start. Ja, da bekommen wir gerade nochmal die Twitter-Adressen der Spieler. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann ist das Mori09TV auf Twitter. Ja, es wird, glaube ich, ein richtig geiler Abend. Stellt euch mal vor, wenn Grubby jetzt gewinnt, dann habt ihr Grubby gegen TLO. Das wäre auch schon fett und der Sieger gegen Happy. Grubby selbst also in PvT. Wie gut ist der da? Wie gut ist der gegen Marine Lord? Es wird sich zeigen. Marine Lord bisher schon für die erste große Überraschung gesorgt. Na, Blei rauszukicken, das hatte nicht jeder hier erwartet. Ja, und da geht er mal eine Runde scouten, schaut sich das Ganze an hier, gemütlich. Marine Lord sieht, ja, Kybernetikern. Dürfte einen nicht überraschen, dass es nicht Nexus First geworden ist. Aber das hier, das ist wichtig. Ja, das Stargate, was er nämlich jetzt nicht gesehen hat. Er hat diesen Pfeile nicht gesehen. Ja, den Grubby quasi versteckt hat. Also er rechnet hier ohnehin mit Proxy quasi. Oder sollte es tun. Muss hier also quasi abscouten. Das macht der Reaper auch. Scouting-Route sollte auch hier nach oben gehen. Und das tut sie. Ja, jetzt sieht er Stargate. Ja, da hätte Grubby diesen Pfeile nicht verstecken sollen. Hätte er hier den zweiten Pylon gesehen, dann hätte er jetzt nicht so energisch gescoutet. Dadurch, dass er ihn nicht gesehen hat, war ihm klar, da muss was Proxy gesetzt worden sein. Und das ist in dem Fall das Stargate. Würde er jetzt trotzdem noch das Oracle spielen? Das ist ja gebufft worden, das ist jetzt schneller. Und tatsächlich, er spielt es trotzdem. Obwohl der Reaper es entdeckt hat, scheißegal. Frage ist natürlich, stirbt der Pylon vorher? Also man muss da versuchen, das zu verteidigen. Deswegen auch der Mothership Core draußen. Und das sollte er hinbekommen. Jetzt wird spannend. Reaper regeneriert sich allerdings auch sehr, sehr schnell. Ja, wichtig, dass dieser Pylon hier nicht down gegangen ist. Er hat die Echse, aber er wird es hochliften müssen wahrscheinlich. Er kann nicht zwei Basen. Ah, wobei, es geht ja ein Missile Turret. Ganz, ganz wichtig im Übrigen, das Oracle. Wow, wie schnell das jetzt ist. Also ich sehe das hier schon sofort, die Geschwindigkeit. Und Grubby ja ohnehin jemand, der unfassbar gut Micron kann. Das wissen wir ja. Ja, und gerade deswegen wurde dieses Upgrade ja gemacht. Jetzt mit den Marines, da kann er nichts machen. Aber ich, vielleicht wäre er gar nicht weggekommen mit der alten Geschwindigkeit, denn auch die Beschleunigung ist schneller. Und da ist er wieder, der Reaper. Absolut nervig natürlich für den Protoss, aber ja, machst du nix. Double Forge jetzt als Follow-up von Grubby. Sentry hinten, um safe zu sein. Aber das ging erstmal nach hinten los. Hat jetzt noch nicht den nötigen Schaden gemacht. Das ist ich, es kann auch werden. Was den Patch, was die Änderung angeht, natürlich, man will hier Spieler mit besserem Micro belohnen, dass man ja mit dem Oracle dort mehr anstellen kann. Ah, 2 Hitpoints. 2 weitere Kills und ja, wie viele Hitpoints waren es tatsächlich? 26. Muss man schon aufpassen. Ja, solange das Oracle nicht stirbt, ist alles in Ordnung. Da kann er nämlich, ich meine, er hat ja auch die Missile Turrets quasi erzwungen. Die kosten auch Geld. Er hat auch, 3 SCVs bekommen und im Endeffekt hat er hier alles unter Kontrolle, beziehungsweise
beziehungsweise sieht hier alles, was passiert. Hat also nicht nur guten Scout, sondern im Prinzip auch, wenn eine Attacke kommt, sollte er das mitbekommen. Das Problem am Oracle ist natürlich, wenn man es spielt, dass, oder das Problem am Oracle war, wenn man spielt, dass es sehr teuer ist und sehr schwierig zu kontrollieren tatsächlich, weil es eben nicht viel aushält, weil es sehr schnell kaputt geht. Aber natürlich auch in einer relativ kurzen Zeit sehr viel Schaden anrichten kann. Aber man sieht schon, wie schwierig es ist, wenn ein Turret, wenn ein Verteidigungsgebäude da ist, zu harassen. Normalerweise ist das bei Harassment andersrum. Es ist schwierig, Harassment abzuwehren, anstatt es durchzuführen. Nur das Oracle funktioniert eben genau andersrum. Das Oracle ist hier vergleichsweise einfach abzuwehren gewesen. Jetzt hat er noch 3 weitere Kills bekommen, also 6 Worker-Kills. Hinten allerdings, ja, das ist ein ganz großer Kritikpunkt für viele. Protoss steht hier dank des Mothership-Cores sehr, sehr safe. Zugegeben, er hat aber auch eine Menge Gas investiert in die vielen Sentries, die keinen Schaden machen. Also da muss man schon sagen, irgendwo muss man ja was davon haben. Weil im direkten Kampf ohne Mothership-Core hätte er jetzt schon sehr, sehr viel verloren. Die Marines kosten nur Mineralien, während hier jedes Sentry 100 Gas kostet. Plus der Mothership Core ja auch nochmal 100 Gas. Also da muss es ja schon in gewisser Weise ein Gleichgewicht geben. Ja, auch 5 Marines können nichts dagegen machen gegen den Oracle. Naja, ganz im Ernst. Das Oracle kostet nicht nur Gas, sondern du musst auf Stargate tacken. Ja, was ja quasi schon Tier 2 ist, ein Gebäude. Stargate ist ja auch nicht gerade günstig. Natürlich sollte dann so eine Unit auch gegen Marines gewinnen, ganz im Ernst. Die Tier 1 sind und 250 Mineralien insgesamt kosten zu 5. Es wäre auch scheiße, wenn Tech nicht gegen Units gewinnen würde. Das auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, gewisse Kritikpunkte ja durchaus auch berechtigt. Und Grubby hat einen Super Micro und das nutzt er ja gerade auch aus. 10 Kills schon auf dem Oracle. Ja, es ist natürlich dann in den Händen von einem Grubby massiv stark. Der hat hier aber auch immer wieder die Kolossalus und jagt damit Marine Lord momentan so ein bisschen zum Teufel. Templar Archive kommt allerdings auch schon der Switch. Ja, wie gesagt, gerade Mech wurde ja gestärkt. Man will oder Blizzard will, dass Terraner eben nicht nur Marines Marauder spielen, sondern eben auch Mech. Da ist man aber jetzt natürlich bei so einem wichtigen Duell erstmal noch ein bisschen vorsichtig. Gerade wo es um 300 Euro in eine Best of 5 geht. Grubby nun mit Basis Nummer 3. Hat immer noch sein Oracle im Übrigen am Start. Was hier rumdüst. 11 Kills schon. Super schnell, super schnelle Beschleunigung jetzt auch. Wollte da gerade den Revelation Spell draufsetzen, aber na, das klappte hier quasi nicht. Kam aber nochmal davon. Also mit der alten Geschwindigkeit wäre das auf jeden Fall nicht passiert. Da wäre das Ding auf jeden Fall gestorben. Und man kann natürlich drüber streiten. Gerade Balance ist ein Thema, über das sehr gestritten wird. Auch da natürlich das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Allerdings die Statistiken, die Blizzard letztens veröffentlicht hat, muss man sagen, waren schon sehr ausgeglichen. Also was wir hier jedes Mal diskutieren, ist Balance auf einem absolut hohen Niveau. Vor allem StarCraft 2 war noch nie so sehr ausgeglichen. Das sind Kleinigkeiten. Grubby aber mit einer super Reaktion. Die Force Hits hier sind genial. Die Judges kommen da gut dran. Aber da gibt's Probes erstmal. Und der kann es noch nicht komplett abräumen. Jetzt aber mit den Storms durchaus da eingreifen. Er hat die Templer fertig. Wartet auf Storm. Und da bleibt Marinot einfach stehen im Storm. Kriegt den Nexus nicht. Das hätte ihm klar sein müssen, dass das hier nicht reicht. In der kurzen Zeit. Grubby von hinten noch einen Zealot. Von allen Seiten. Geiles Micro von Grubby. Und da kriegt den verjagt. Hat natürlich jetzt einen riesengroßen Vorteil. Hinten noch der Zealot Run bei 20, 21 Worker, 22 Worker bekommen. Insgesamt schon. Da stirbt allerdings das Oracle. 7 Probes verloren. Der Worker-Vorteil mit 54 zu 45 natürlich gut. Marine Lord spielt aber auch nicht schlecht. Also trotz, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, trotz der Tatsache, dass er 22 Worker verloren hat und Grubby permanent am Harassen ist, ist Marine Lord im Supply gleich. So, und das zieht euch mal rein. Aber auf der anderen Seite, das wird im Supply nicht ganz wiedergegeben, Grubby massiv mehr Tech.
Er hat Templar. 3-3er Upgrades. Ah, Storm. Da ist der Terraner jetzt gerade mit Medivex. Jetzt muss er hier hoch. Das war nämlich ein ziemlich harter Drop. Nexus-Kanone lädt wieder ein. Und dann gibt es den Storm auf die Medivex. Schnell wieder raus. Und ja, Grubby ist auch in den Upgrades mit 2-2 gegen 1-1 momentan einfach besser, als es Marine Lord ist. Und was geht da ab? Auf einmal dann der Run-By mit dem Bühnern geblockt. Grubby allerdings auf dem Vormarsch. Na, will da den Kampf nicht ganz eingehen. Na, das war nicht ganz so gut, dass er diese jetzt da verloren hat. Klar, verkaufen die sich immer teuer, trotzdem. Schauen wir auf Lost Unit, da kommt ein Reload gut dran und kriegt da auch zwei Templer raus, bevor Grubby jetzt reagiert. Es hebt sich jetzt nach vorne, hier muss Grubby richtig aufpassen. Schön gemacht, aber auch von Reload, versucht hier die Storms zu dodgen. Von oben kommt noch Nachschub, Grubby mit den Force Fields, muss hier richtig aufpassen und da verliert er massiv viel, auch an Wert, den Archon nochmal mitgenommen. Das war richtig teuer gerade für Grubby. Und sehr gut gemacht von Marine Lord. Grubby hinten sogar noch mit der Kanone, mit der Robo. Dazu nun der Drop wieder in die Main Base. Und Marine Lord spielt heute ein richtig geiles Turnier. Feedback, bam. Hilft aber natürlich nur gegen einen Medivac gerade. Der macht hier wirklich einen Angriff auf mehreren Fronten. Wahnsinn. Was wäre das denn, wenn Marine Lord hier jetzt gegen Grubby gewinnen würde? Das wäre schon krass. Und immer wieder diese Drops. Er hat jetzt zwar eine Kanone da gebaut, Mothership Core allerdings nicht mehr mit genug Energie für die Nexus-Kanone. Die ist noch aktiv zwar, aber auch nicht mehr allzu lange. Jetzt gibt es den Time Warp hinten. Der Templar kann immerhin noch feedbacken. Dafür hier vorne die Charge Zealots verjagen gerade den Rest der Terranischen Armee. Mittlerweile ist 3-3 durch, deswegen will natürlich Grubby auch den Kampf. Hat hier vorne aber immer noch Probleme mit dem Drop. Der Immortal läuft in eine ganz andere Richtung. Da ist der Drop noch nicht mal geklärt. Der Templar, der kriegt auch nochmal auf die Mütze. Was geht hier vorne ab? Die Upgrades setzen sich natürlich mehr und mehr durch. Und Grubby marschiert hier einfach weiter. Ungeachtet des Drops in seiner Mainbase. Hat die Robo-Bay da fertiggestellt. Und jetzt die Templar. Au, Backe! Das könnte ihr spielentscheidend sein, die Templar so zu verlieren. Vor allem auch der Immortal rennt ja einfach in den Tod rein. Das war der Rally-Point. Das kennt man von Grubby so gar nicht. Und jetzt mal ein Blick auf die APM. Da ist Marine Lord mit 250 APM zu 160 sogar. Ja, ganz klar der bessere, der schnellere auf jeden Fall. Ob das jetzt besser ist, natürlich dahingestellt. Aber hier Grubby, diese vielen, vielen kleinen Verluste immer und immer wieder. Die Probes sollen hier vorne einen Nexus setzen. Hat jetzt massiv viele Probes abgezogen. Hat aber auch, ja, gut Probes gebaut mit 69. Braucht nur langsam mal den neuen Nexus dafür. Jetzt geht's hier nochmal drauf auf diese Armee mit der Force Field. Blockiert er sich momentan eher selbst, anstatt sich zu helfen. Und dann wieder der Drop in die Mainbase. Der ist einfach nicht genug, um diese Drops abzuwehren. Hinten die Templar. Einer hat einen Storm. Und der wird auch sofort gesetzt. Dafür aber mittlerweile auch die Kolosse da. Und die hauen richtig rein. 3-3 gegen 1-1 in Upgrades momentan noch. Dazu dieser Push hier nach vorne. Das ist ein geiles Spiel, ja, was die beiden hier abliefern an mehreren Fronten. Aber Grubby hat es geschafft, jetzt das Spiel nochmal ein wenig zu drehen mit den Storms, mit den besseren Upgrades, mit dem Tech. Und jetzt stehen die Medivacs da alle geklumpt und Grubby kann gute Storms auf jeden jene platzieren. Hat hinten nochmal die Drops als Problem, wieder ein Feedback und nochmal reingeworbt. Hier geht's richtig ab. Wow. Marine Lord droppt hart. Insgesamt jetzt Grubby auch besser abgetauscht. Das ist sehr verlustreich. Das ist auch vor allem sehr, sehr chaotisch, was beide Spieler gerade machen. Ja, aber immer diese Run-Bys. 36 SCVs über das ganze Spiel schon bekommen. Nimmt noch schnell das Depot mit. Das ist das GG. Und damit das 1-0 für Grubby. Ja, schon nicht schlecht gemacht auf alle Fälle. Das war richtig stark gespielt von beiden, von Marine Lord und von Grubby. Und ich bin besonders beeindruckt von Marine Lord, was für ein starkes Turnier der tatsächlich spielt. Ja, das ist schon Wahnsinn, ja, muss man schon so sagen. Hätte ich nicht gedacht. Marine Lord ist zwar immer wieder mal ein guter Spieler gewesen, hat auch durchaus den ein oder anderen Zotac Cup gewonnen, aber ja, das
ist schon Wahnsinn, was er hier zeigt gegen Spieler wie Blei, den er quasi vermöbelt hat. Jetzt auch gegen Grubby. Grubby allerdings mit 1-0 die Führung und das dürfte sicherlich auch viele von euch freuen, ja, dass Grubby in Führung geht. Die meisten eben für Grubby sicherlich von den Fans. Also Grubby, viele Fans da draußen. Das sollte man auf jeden Fall so vielleicht nicht ganz unerwähnt lassen. Jetzt natürlich Loser's Choice, Whirlwind. Und Grubby, absolut großer Troll. Ja, schreibt hier, ich glaube, das Oracle ist noch nicht schnell genug, weil es gestorben ist. Ja, das wird wohl der Grund sein, glaube ich. Ah ja. So, Whirlwind. Und was haben wir da? Nicht so scheiße wie Mech. Swarmhouse. Naja, Swarmhouse ist natürlich auch ein bisschen was. Buffing Mech oder Buffing Protoss. Naja, im Prinzip haben ja beide ihre Buffs bekommen. Sowohl Mech als auch Protoss. Protoss eben nur mit dem Oracle. Was aber auch schon nicht schlecht ist, ehrlich gesagt. Ja, wer die Patch Notes haben möchte, die gibt es natürlich auch auf mystarcraft.de. Ja, da solltet ihr auch vorbeischauen. Da haben wir nämlich auch alle Matches nicht nur im Ticker, sondern, ja, wie gesagt, ihr könnt dort auch euch über die BlizzCon informieren. Auf iso-cup.com könnt ihr euch über das Turnier informieren und bekommt dort alle Informationen. Die haben wir auch auf MyStarCraft im Übrigen verlinkt. Ja, das Grid, also da einfach fett auf das ISO-Cup-Banner klicken. Dann kommt ihr da im Übrigen auch hin. Ja, und ja, gewinnen eben einen Monitor. Ich sagte es ja, glaube ich, schon. So, sehr gut. Grubby gerade in Blau, spielt normalerweise am liebsten in Grün. Das ist ja seine Farbe letzten Endes. Ach ja, Tank Attack Speed Upgrade für Ground und R als 1, keine Buffs. Ja, doch, würde ich schon sagen. Habe ich doch auch gesagt, oder? Oder nicht? Aber ich war ja gut, der Chat ist manchmal ein bisschen langsamer. Nichts gegen euch, Jungs. Ohne Scheiß, ihr seid die Besten. Es ist jedes Mal so geil, wenn man den Chat liest und immer auch die Leute sieht quasi. Ja, die gleichen Leute, die immer wieder da sind. Auch neue Gesichter. Ja, Leute, von denen man vielleicht vorher noch nichts mitbekommen hat. Also quasi alte wie neue und genauso auch die Themen, die ihr drauf habt. Das ist schon nice. Sagt, ihr seid die besten Jungs. Auf alle Fälle gehen wir jetzt auf die zweite Map und sehen in der linken unteren Ecke von Team AA Marine Lord. Und in der linken oberen Ecke, dann haben wir den einzig wahren Grubby. König der Orks und der Protoss vielleicht. Naja, so weit ist er in StarCraft 2 bisher noch nicht. Aber vielleicht wird er es ja irgendwann mal schaffen. Für meinen Geschmack hat er sich auch massiv gesteigert nochmal in letzter Zeit. Deswegen, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ehrgeizig ist er ja und die professionelle Einstellung hat er auch. Oh ja, das Battle.net. Das trollt gerade den Grubby. Eieiei. Monty hat sich wahrscheinlich wieder verzogen, oder? Wurde ihm hier zu bunt. Kann ja auch durchaus passieren. Marine Lord also jetzt mal mit dem CC First. Warum auch nicht? Grubby ganz normal, aber man sieht auch hier schon wieder, der führt da was im Stilde. Spielt er wieder Oracle, kommt er wieder das Stargate. Ich meine, klar, er muss ja auf den Kybernetikern warten, sonst kann er kein Stargate bauen. Diesmal kommt es ihm auch so ein Stück weit zu gut, dass es eine Zwei-Spieler-Map ist und er findet seinen Gegner hier nicht sofort, also der Terraner nicht. Grubby ist ja auch direkt rüber scouten, ist aber nicht cross-only im Übrigen. Also sollte er das hier
vermutet haben. Deswegen schon durchaus interessant, wie er das hier platziert hat. Hat aber eine etwas andere Einflugschneise jetzt quasi. Und jetzt soll alles so aussehen, als würde er ganz normal scouten. Er sieht hier den SCV zwar und würde aber feststellen, da ist nichts. Und jetzt die spannende Frage, sieht er Stargate? Und nein, sieht er nicht. Gut, für eine Ecke muss man sich entscheiden, die hier war es nicht. Da ist das SCV nach rechts oben gefahren ist quasi, wird er wahrscheinlich hier links unten sein. Und das wird Grubby jetzt auch feststellen, Mothership Core unterwegs. Und dann kommt das SCV quasi auch zu spät, um, naja, diesmal hat Grubby auch den zweiten Pylon hier vorne platziert, um quasi zu zeigen, hey, da ist ein Pylon. Trotzdem dürften einem diese Feinheiten dennoch auffallen, einfach weil der Nexus ja ein Stück weit später kommt, ja, weil kein Stalker draußen ist und. Da ist natürlich die Frage, wie viel kann der Mothership Core da helfen? Jetzt kommt's Oracle, genau. SCV weiter auf dem Vormarsch, positioniert sich natürlich weit nach vorne, um das SCV zu bekommen, damit Marine Lord erst alles sieht, wenn es zu spät ist. Dritte Basis. Das ist jetzt nicht nur gierig, sondern auch ein ganz großes Problem gegen den Oracle, was so schnell ist. Hat da Marines zwar im Bunker, hat diesmal allerdings kein Turret. Er glaubt nicht, dass das gleiche nochmal gespielt wird. Und da ist der Fehler. Grubby, bester Troll, EU, ist natürlich jetzt genau unterwegs und jetzt hat uns auch gerade das Battle.net getrollt, gerade im entscheidenden Moment. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, jetzt sind wir wieder drin. Und, ach Gottchen, das darf doch nicht wahr sein. Danke, Battle.net. 4 Kills. 5 Kills. 6 Kills. Hoffentlich gab es das kein Lag für die Spieler, aber das Oracle war quasi eh drin. 7 Kills. Wow, kommt gerade raus. 22 Hitpoints. 8 Kills auf dem Oracle. 9 Worker getötet. Danke für die Vorwarnung, Grubby. Geholfen hat es uns jetzt nichts. So, mal gucken, wie es als nächstes jetzt erwischt. Double Forge für Grubby. Also gleiches Follow-up wie eben, nur jetzt massiv Schaden gemacht. 32 zu 26. Und jetzt erst kommt die Engineering Bay und das Oracle ist halt immer noch schnell. Hat jetzt seine Schilde auch wieder. Gegen die Marines kann es jetzt nichts machen. Dafür hat es schon zu viele Hitpoints verloren. Aber man kann natürlich hier in die Natur reinfliegen und da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Arc, 2 Marines jetzt kein Problem. So jetzt! Aber da hinten stehen noch ein paar. Gerade gar nicht gesehen gehabt. Stim. Ja, und ich meine, selbst 2 Marines sind nochmal 2 Kills mehr. Deswegen Rang jetzt Instructor. Drill Instructor. Ja, wer es kennt, Drill Instructor. Unter anderem auch ein Lied von Captain Jack damals aus den 90ern. Probiert jetzt hier so einen kleinen Fake. Also ein kleiner Troll ist er ja. Twilight Council muss kommen, damit er die weiteren Upgrades holt. Stim, also natürlich kommt alles jetzt ein Stück weit später beim Terraner, weil er jetzt die NG-Bay zwischenschieben musste, weil er ja überhaupt aufs Oracle reagieren musste, auch die Worker verloren hat letztlich. Quasi Grubby faked so ein bisschen an, dass er hier einen Prism spielt. Versucht damit auch die Marines wegzulocken. Und das könnte halt die Chance sein für das Oracle. Hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie er wollte. Die laufen sofort wieder zurück. Hinten ist auch ein Turret. Vielleicht der nächste Versuch. Hier wird es nämlich, oder hier gibt es zumindest gerade einen Scan. Die Armee sieht er allerdings nur bedingt. Also er sieht einen Teil. Ja, Grubby macht das auch geschickt. Hat die Armee auch hier vorne hin platziert. Jetzt gibt es das Templar-Archive, also den Tech dann. Na, weil die meisten natürlich hier vorne scannen und meistens die Armee an der NATO steht. Dass er dort nicht an der NATO stehen muss, das hat Grubby dadurch gesehen, dass er ja die ganze Zeit mit einem Oracle rumdüst. Also insofern auch großartig, ja, dass er sich da auf den Highground stellt, damit der Gegner nicht die Armeestärke sieht. Und wenn er die Armee zum Beispiel nicht sieht, dann sieht er beispielsweise auch nicht die Upgrades. Immerhin ein bisschen was an der Armee hat er gesehen. Auch die 1-1 Upgrades dürften Marine Lord hier nicht entgangen sein. Gleich Stim durchkommen mit Schild und Grubby setzt nochmal sein Revelation Spell drauf, einfach um
na, direkt eine Attacke mitzubekommen. Also es ist super sinnvoll, jetzt das Oracle noch dafür zu nutzen. Ja, damit man im Endeffekt den Gegner kommen sieht. Ja, Charge genauso unterwegs. Jetzt hat er die Templer schon. Aber Storm noch nicht. Also er bleibt hier jetzt erstmal auf Charge the Arken. Hat er auch gerade noch keine andere Wahl. Also das würde einfach nochmal ein bisschen dauern. Will aber offensichtlich vorher pushen. Mit 7 Gateways durchaus eine Option. Ist unterwegs, sieht hier seinen Gegner früh. Hat die Sentries aber noch nicht so viel, dass er den Kampf eingehen möchte. Vor allem sollte er noch auf 2-2 warten. Sein Gegner ist auch auf 1-0. Und er wird ihn auf absehbare Zeit erstmal nicht einholen können. Man sieht schon jetzt die Reaktion von Marine Lord. Ja, direkt die Bunker. Will, muss er sich verteidigen. Sollte Grubby nicht drücken, hätte er ein Problem. Jetzt gibt es sogar nochmal eine Koloss-Halu. Vielleicht den Gegner so ein bisschen darauf zu verleiten, dass er Vikings produziert. Sollte, ja, der Söllet nimmt sich jetzt erstmal den Marine. Und die Factory sieht im Prinzip den Koloss. Stärke vorstäuschen, kommen jetzt die Vikings, ist die Frage. Momentan noch einen Medivac im Bau, das hat er ja vorhin schon ähnlich gemacht. Hier ist die dritte erstmal auf dem Weg hinten, der Zealot Run bei. Und da ist alles ungeschützt. 2-2 ist fertig. Und jetzt die Protoss-Armee fällt da genau in die Flanke rein. Ja, Marine Lord läuft hier, muss auch zurück. Die Zealots machen gut Schaden wieder. Jetzt auf 18 getötete Worker, also nochmal 8 mehr. Also mehr sogar, 10 mehr, ne? Waren ja 8 Worker nur von dem Oracle. Machen also richtig Schaden. Im Übrigen, kleiner Fakt, auch der Missile Turret ist weg. Und hier muss er Sim, hier muss er aufpassen. Die Sentries, allerdings kein Mothership Core momentan da für den Recall. Also auch Grubby darf sich da nicht verzetteln. Will natürlich die Units hier abräumen und die Force Fields helfen ihm dabei. Mit Charge, mit den Archons. Die Armee ist schon ziemlich hart angestimmt, sonst dürfte ihr hier auch so nicht drauf. Und da macht richtig Schaden. 2-2 Upgrades gegen 1-0, nur das Armor Upgrade noch nicht fertig. Die Zealots kommen mit ran an den Bunker. Grubby weiß, da kommt er sowieso nicht mehr wirklich weg. Warpt aber rein, hat jetzt das Oracle mit am Start. An der dritten findet kein Mining statt. Die eigene dritte jetzt hochgezogen. Also das Spiel hat Grubby hier sehr gut in der Tasche momentan. Er schaut auch sich hier die ganze Armee nochmal an. Könnte theoretisch an der dritten, wenn er Units werden, harassen. Eben weil, wie gesagt, kein Missile-Trip mehr. Massiv gutes Micro, aber das ist man von einem Grubby ja schon gewöhnt, quasi. Und dem kommt das mit dem Oracle natürlich sehr zugute. Wahrscheinlich auch deswegen der Grund, warum er so viele Oracle spielt. Storm. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu gefährlich, einfach nur rumzustehen. Wobei, na, er hat ja noch alles im Blick. Er sieht's ja. Und solange er die Unit sieht, ist es nicht gefährlich. Dann kann er nämlich den Kampf so eingehen, wenn er möchte. Jetzt vielleicht wieder mit den besseren Upgrades dann einfach den Kampf zu suchen. Force Fields nicht ganz perfekt zwar, aber helfen tut durchaus von allen Seiten die Zealots noch. Und da muss er einladen, da muss er quasi weg. Das ist aber schwierig, denn der Archon holt sich die ganzen Medivacs. Gute Position trotzdem, da kommen die Zealots nicht so gut ran. Aber da kommt er nicht mehr. Doch, gerade so. Ein Lebenspunkt. Wie knapp war das denn? Das habe ich eigentlich schon sterben sehen, das Ding. Das hätte hier eigentlich nicht weggedurft. So knapp, aber auch Grubbys Oracle wieder gestorben. Ja, war wahrscheinlich nicht schnell genug. Storm noch nicht fertig. Grubby, ein paar Sekunden fehlen noch. Den Templar zurückgezogen, den verliert er hier allerdings. Muss den Archon wieder morphen, der jetzt fertig geworden ist. Gerade so. Also der Tausch jetzt nicht ganz so optimal, aber es haut natürlich richtig rein mit den Upgrades. Immerhin 2-1 jetzt auch für den Terraner fertig. Und momentan sieht es eben nicht so gut aus für Marine Lord. Der muss jetzt an der dritten sich quasi hinstellen, muss das Ganze besetzen. Jetzt Kaldor, vielleicht für ihn auch das Battle.net-Upgrade letztlich. Das könnte ja durchaus sein. Hatten wir gerade ja auch. Oh Mann. Heute ist wirklich so ein bisschen Drop-Tag. Nächster Lager.
Ach ja. Ich wünsche sowas keinen. In so einer Situation dann oder überhaupt rauszulecken. Es ist ein super unangenehmes Gefühl im Übrigen. Don't spoil at the end. Aber das würde mich mal gerade interessieren, ob ich geleckt habe. Offensichtlich nicht, haben sie gerade gesagt. Kein Leck wegen mir, das beruhigt mich zumindest schon mal. Weil es in dieser Oracle-Szene doch schon so ein bisschen knifflig war, ehrlich gesagt. Aber in dem Fall, jetzt wird erstmal Gruppen repariert. Und dann sollte es hier gleich wieder richtig an Fahrt aufnehmen, das Spiel. Grubby steht gut im Spiel, aber Marine Lord hält natürlich kräftig dagegen. 35 Marines, alles allerdings Tier 1 Units, die relativ günstig sind. Also er muss schauen, er braucht auch Marauder mit dazu, genau. Medivax und seine Upgrades braucht er. Sonst wird es richtig schwierig. Grubby nämlich gerade 3-3 fertig. Stimmt sich da nochmal und will da die Templer schön den Storm gerade noch ausgewichen. Ja, der haut natürlich auch sehr, sehr schnell rein, das muss man sagen. Robo Bay, Grubby auch schon vor sich selber mit dem Tech-Switch. Und auch da sollte man sagen, Marine Lord hat bis gerade eben oder hat bis jetzt noch keine Ghosts, keine EMPs. Also das auch ein ganz großer Punkt. Und ohne Ghosts wird es schwierig, gegen Templar zu spielen. Wie kann man nur keine Ghosts spielen? Wir wissen ja, wie geil die sein können. Im Sinne von, wer den Heroes of the Storm Trailer gesehen hat. Jetzt der Loadout, der Drop, also da bringt die Kanone jetzt noch nicht so viel. Ein Templar wäre gut gewesen mit Feedback. Kriegt da einen mit und hier gibt es einen Storm drauf und der bleibt einfach stehen. Der bleibt einfach stehen und dann geht Grubby natürlich auch hier nochmal diesen Kampf ein, um seine Nexus zu verteidigen. Die Kanone ohne Strom holt sogar noch Stalker mit dazu, um das Ganze hier bestehen zu können. Run-by an der Natur, aber das hilft dort alle nicht. So langsam wird es auch Zeit für eine vierte. Die Stalker natürlich so ein Stück weit fliegt, zumindest nicht alle, aber so 7 Stück reichen mit Blink, um dann die Kolosse verteidigen zu können. Sollten dann die Vikings kommen. Eigentlich löst du die Vikings natürlich das Viking-Problem höchstens mit Storms, aber die schaffen dann auch nicht immer alles. Und dann sind ein paar Stalker mit Blink durchaus hilfreich. External Thermlands, also Kolosse auf dem Weg. 3-3 jetzt auch für den Terraner gestartet. Grubby direkt mit der nächsten Basis. Das Ganze wird aber gescoutet. Dann noch schnell mal ein Feedback, weil kein Storm verfügbar. Die Armee läuft aber in eine komplett andere Richtung. Will den Terraner hier ein Stück weit zurücklaufen. Ist das hier die beste Idee, die Frage? Gibt es hier den Base Trade? Never Base Trade versus a Terran. Hinten steht allerdings schon der Koloss. Und da gibt natürlich so ein Stück weit Hoffnung, aber noch kein Range Upgrade durch. Darf jetzt aber so weit dann noch die Kuppel drauf, das heißt Time Warp und der Koloss macht das richtig gut. In der Zwischenzeit vermöbelt Grubby nicht nur die dritte von Terraner, das hält er doch noch. Das hält er hier an der Natur und pusht gleich weiter durch. Wahnsinn, was man da mit dem Koloss und dem Time Warp alles anstellen kann. Und hier hinten hat er noch die Storms. Marine Lord versucht sich da rauszuwinden wie ein Aal, aber kommt da nicht ganz perfekt raus. Grubby stirbt einen nach dem anderen drauf los, ist im Supply allerdings hinten. Das muss man dazu sagen. Dazu der Push auch hier. Das ist nicht ganz günstig, vor allem gegen die Marauder dagegen anzusticken. Und tatsächlich, Marine Lord tauscht hier sehr, sehr gut ab. Die Einheiten sind rot, aber eben nicht gefallen. Und genau darauf kommt es an. Hier fehlt das letzte bisschen. Wenn das fällt, dann sieht es hier wieder komplett anders aus. Er geht mit den Stalkern jetzt gegen Marauder, weil er keine andere Chance hat. Er muss, sonst fällt diese dritte Basis dazu. Die vierte auch weggenommen. Marine Lord, das Spiel ist dabei zu kippen, weil es hier nicht ganz gereicht hat, das abzuräumen. Und jetzt wird auf dem Weg gestimmt hier alles Medivax, alles im roten Bereich. Ein Storm mehr, das Spiel wäre anders ausgegangen. Wie knapp kann das bitte sein? Der Terraner auf 2 Base vermöbelt Grubby hier, der gleich auch nicht mehr wirklich was an Basen hat, haben dürfte. Geld haben sie beide nicht, aber Marine Lord hat eben noch mehr Einheiten. Grubby nicht so viel, könnte aber durch den Storm durchaus nochmal zurückkommen. Denn jetzt sind sie beide so gesehen wieder zurück, haben eine Mining Base, die Main Base natürlich schon längst mined out. Hinten kauen sich nochmal die Probes. Nur die Frage, schafft er da noch einen Storm, bevor die Medivacs wieder alle hochheilen? Da kommt nämlich nochmal ein frisches Pack.
und die haben noch Energie. Es wird schwierig. Es sieht hier momentan eher nach dem Ausgleich aus. Der muss jetzt den Kampf wegnehmen mit den Storms. Die Templer hat er, aber er hat die Energie nicht für den Storm. Jetzt wieder gerade so, aber das macht Marine Lord schon richtig, richtig gut. Grubby hat riesen Nöte, hier gegen klar zu kommen. Und der stimmt sich durch das Spiel. Jetzt quasi endgültig gekippt. Grubby, das wird nichts mehr. Vor allem, wo auch 3-3 vom Terraner mittlerweile fertig ist, kann Grubby diese Kämpfe auch längst nicht mehr so nehmen. Konnte sie längst nicht mehr so nehmen. GG, well played. Und das ist der Ausgleich. Ja, Ausgleich und damit ist alles wieder offen in diesem Best of 5. So gesehen wird aus einem Best of 5 jetzt ein Best of 3 und wir wollen sehen, wer am Ende triumphiert. Marine Lord träumt so ein bisschen davon, für ihn sind 500 Euro Gewinn schon massiv, aber Grubby will das natürlich nicht, der möchte jetzt hier selber gewinnen, dann wären es für ihn 300 Euro, 200 Euro behält natürlich Marine Lord, die hat er schon gewonnen im Kampf gegen Blei, ja, und wird dann am liebsten selber noch richtig Geld einstreichen. So gesehen 1200 Euro suchen ja noch einen neuen Besitzer, 200 Euro quasi ja schon vergeben an Marine Lord. Da könnte insgesamt auf 1400 erhöhen, sollte er den Durchmarsch machen. Ja, die Chancen schwierig bei Spielern wie Grubby, wie TLO oder auch wie Happy, die wir ja noch am Ende haben. Das heißt, es bleibt hier weiterhin spannend. Es wird richtig geil, denke ich. Und es wird jetzt gleich die nächste Map geben. That Proxy Stargate was quite far, schreibt er hier. Und Grubby möchte Derelict Watcher, so ich das gerade sehe. Also das nächste Spiel. Frage ist, sehen wir wieder einen Proxy Oracle oder nicht. Das wäre auf jeden Fall eine Option, die ihr hier ziehen könnte. Und ja, für alle, die noch nicht teilgenommen haben, auf iso-cup.com findet ihr auch ein tolles Gewinnspiel, findet ihr auch ein entsprechendes Raffle. Und jetzt noch eine kleine Information. Kaldor ist wohl wieder da, wo ich das gerade mitbekomme. Der hatte gerade wieder Bluescreen-Probleme. Schauen wir doch mal, ob der Stream wieder oben ist. Wenn ja, dann informieren wir die Leute doch gleich. Die nämlich lieber auf einem englischen Stream schauen, als ja, auf einem deutschen. Tatsächlich sieht es so aus. So, guys, whoever switched over from Kaldor's Stream to mine, Kaldor's Stream is now online again. He had a blue screen. So he is back again, he is back online again and will provide the English stream for the next match. Next match is of course Marine Lord versus Grubby, it's the third map in a best of five. Score is now 1-1 and the winner has to face TLO and the winner of that match has to face Happy. So it's still 1.2k euro to give to play on, like Marine Lord already won 200 euro. SE1 versus Bly and the other 1.2k is divided among the other games. You can see that on iso-cup.com where you can find all streams and of course also all information. So if you want to have an English stream, just switch over to Kaldor again. Everyone else of course can stay here at the German stream. Sorry for my bad English and sorry for my bad German accent. Ja, in diesem Sinne, also wechseln wir natürlich wieder auf Deutsch, nur dass die Leute Bescheid wissen, dass Kaldor's Stream wieder da ist. Und ja, Grubby Marine Lord eben 1-1, nur dass alle informiert sind, ja. E-Sport eine Welt, da sollte man sich natürlich gegenseitig auch helfen. So, Akilon ist die nächste Map wohl scheinbar und nicht Derelict. Mich wohl verlesen oder vertan oder ja, was auch immer. Grubby auf jeden Fall ready, genau wie Marine Lord. In diesem Sinne starten wir auch sofort durch mit Map Nummer 3. Was an dem Bildschirm so gut ist, naja, 240 Hertz, hat auch schon ein bisschen was, ehrlich gesagt. Aber ihr habt auch
ja, eine gute Gewinnspielchance und 240 Hertz-Monitor zu gewinnen auf iso-cup.com. Ah ja. Wieso spielen die in letzter Zeit immer Best of 3 statt Best of 5? Wieso? Wir spielen auch Best of 5. Es ist nur quasi jetzt ein Best of 3, weil ja schon zwei Maps weg sind. Also, und da es unentschieden ist, das ist eigentlich nur das, was ich... aber vielleicht habe ich auch nur die Hälfte wieder nicht mitgelesen. Kann natürlich passieren. Aber ja, Informationen dazu natürlich auch beim Video, was ihr findet zum Raffle. Ja, also da sind wir auf Akilon. Links oben in der Ecke sehen wir Grubby, den Ork-König, King of the Orks. Und rechts unten dann von Team AA Marine Lord. Ja, das ist, denke ich, jetzt schon sehr, sehr spannend. Es wird getippt, 3-1 der Endstand. Könnte sein, muss aber nicht. Ja, ich denke, dass Marine Lord auf jeden Fall was mitzureden hat. Und der ist heiß. Also der hat sich wirklich gefreut, als er sich qualifiziert hat. Versucht es jetzt selber mal mit Proxy, was Drubby noch nicht gesehen hat. 11-11 Rex. Ja, Grubby selbst. Ja, ganz normal die Gateway-Echse. Das kann man durchaus halten. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie man es jetzt spielt. Scoutet selber und wird feststellen, dass da nichts in der Basis ist. Und das sollte ihn stutzig machen. Sollte dann auf jeden Fall einen Zealot holen. Aber nur mit Zealots wird schwierig, das zu halten. Ja, es schaut in den Basis, sieht weder Gas noch CC. Schaut jetzt, ob es ein CC First ist. Holt aber trotzdem sicherheitshalber schon mal den Zealot. Ist es nicht. Und damit ist klar, dass hier irgendwas Proxy gespielt wird. Das ist nämlich der Bunker gerade, den Grubby noch nicht sieht. Also schönes Bunker-Placement hier. Richtig schön. Er sieht es nicht. Wichtig auch der Core. Er braucht quasi den Mothership-Core. Wird der Zealot rechtzeitig da sein? Jetzt sieht er den Bunker. Der Zealot muss kommen, genauso wie die Probes. Er muss gucken, der Bunker darf nicht fertig werden. Und wenn absehbar ist, dass er den Bunker nicht bekommt, muss er die Marines zumindest vernichten. Aber er kommt da gut dran momentan an den Bunker. Kriegt den nächsten SV. Das war wichtig. Keiner baut am Bunker weiter. Den muss er trotzdem hier möglichst aus dem Weg räumen. Das wird trotzdem schwierig. Ein Marine bisschen spät zurückgezogen von Marine Lord. Und Grubby zieht die Probes sogar noch mit. Die sind schneller. Da kommt nämlich eine ganze weitere Batterie an SCVs. Deswegen weiß auch, das kann er sich erlauben. Nur 11 Worker gegen 19 Probes. Der Bunker fällt. Den Zealot muss er gerade nochmal opfern. Chronoboosted Stalker und Mothership Core. Und wenn er den Stalker rausbekommt, dann wird das Leben um einiges einfacher. Frage ist natürlich, ob der Stalker hier wirklich rauskommt. Er will weiterhin nicht den Bunker auf der Mothership Core. Massiv wichtig. Hier kommt die Probe-Armee. Und er versucht es hier. Kommt nicht ganz durch. Kriegt aber wieder den SV, der hier am Bauen ist. Kriegt auch diesen Bunker. Jetzt ist der Mothership Core mit dabei. Das wird eng. Aber das kriegt er hin. Grubby, schön, wie er hier mit dem Probes blockt. Dieses Micromanagement. Wahnsinnig gut. Und damit hat er das eigentlich abgeräumt. Der Bunker wird fertig. Und er schafft es. Zwei Marines rein. Er kämpft jetzt 14, 13 zu 5 SUVs. Er hat es abgewehrt. Hat hier gleich im Work-Account abgetauscht sogar. Ja, ein weniger nur verloren. Stalker gerade noch wegbekommen. Jetzt wird schwierig. Der Mothership Core. Da kommen noch weitere Marines. Es ist gerade kein Stalker im Bau. Schnell noch den Time. Gerade so, 5 Hitpoints auf dem und 2 Hitpoints auf dem, also 7 Hitpoints haben die zusammen. Natürlich die Schilde, die sich regenerieren, weitere Marines, die reinkommen. Viel Mining Time, die verloren gegangen ist. Und deswegen wittert Marine Lord durchaus noch eine berechtigte Chance, hier mit den Marines Schaden machen zu können. Und da liegt es natürlich wieder an Grubby. Ja, wenn der zweite Stalker hier raus ist, dann sollte er das hier auf jeden Fall haben. Weil der hat dann wieder frische Lebenspunkte. Und zumal, ja, Energie für Nexus-Kanone ist nicht da, weil wegen Time Warp, der absolut entscheidend war gerade eben in dieser Szene. Nächster Stalker im Bau.
Ja, man sieht, wie das jetzt einfach wird. Da kommen nochmal die SCVs. Quasi der komplette All-In-Grubby muss dem zufolge natürlich auch seine Pros mit dazuziehen. Aber das ist schon deutlich kampfstärker als das, was der Terraner hat. Wie viele Probes bekommt er da? Er zieht sie sofort wieder ab, auch damit sie keine Agro ziehen. Will natürlich als erstes die Marines und die kriegt er. Der nächste Stalker kommt. Und jetzt hat er es. GG. Grubby 2, Marine Lord 1. Wow. Wahnsinnig gutes Micro von Grubby. Das ist man ja schon fast gewohnt. Da wird man richtig verwöhnt von dem Knaben. Stark. Absolut stark, das so abzuwehren, obwohl, ja, den einen Bunker auch ein bisschen spät gesehen, zugegeben, aber ja, das war schon richtig gut gemacht. Jetzt geht's weiter mit Map Nummer 4 letzten Endes in diesem Best of 5. Sprich, jetzt hat Grubby den Matchball. Vergeigt er ihn und kommt Marine Lord nochmal ran, 2-2, das wäre vielleicht für die Spannung durchaus interessant, durchaus ja, eine Option, die man sich auch wünschen kann. Marine Lord spielt sehr stark, das hatte jetzt aber so nicht geklappt, sein T-Rex-Schieß, aber vielleicht klappt es ja im Endeffekt auf der nächsten Map. Wer weiß, was er uns da nochmal aus dem Hut zaubern wird. Da kann er ja durchaus einige Tricks noch anwenden, die er so hat. Marine Lord ist halt ein sehr, sehr aggressive Spieler auch. Lobby ist offen und wir hüpfen natürlich sofort wieder rein in die Lobby. Derelict Watcher, nun die nächste Map, die sich Marine Lord gewünscht hat. Das ist ja Loser's Choice, den kompletten Map-Pool natürlich auch auf iso-cup.com. Ja. Was ihr natürlich auch schauen könnt, spielt Mori auch selbst? Natürlich spielt Mori auch selbst. Ja, Mori spielt nicht, er pwnt. Finde ich sehr gut, den Spruch, den sollte ich mir einrahmen. So, also ready und sagt Kaldor ja auch wieder mit am Start letzten Endes. Also da sollte alles wieder laufen. Live from Seoul, Korea. Hat er sich ja schon durchaus was aufgebaut, der Gute. Ja, ist natürlich auch ein Wagnis, im Endeffekt nach Korea zu ziehen. Aber gut, wenn man für GOM TV casten kann, ganz im Ernst. Wer würde das nicht machen? Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Chance auf einen deutschen GSL-Cast, das wäre heftig. Ja, auf alle Fälle, hier sind wir dann zurück auf Map Nummer 4. Wir sehen links unten in der Ecke von Team Grubby, Grubby. Und rechts oben dann von Team AAA against All Authority, Marine Lord. Und diesmal bleibt der Mann brav und spielt keine 11-11 Rex. Kaldor ist deutsch, ja, castet aber auf Englisch. Und das ist für mich eher schwierig mit meinem Englisch, da noch zu casten. Meist natürlich für Grubby, wie gerade nochmal abgestimmt wird. Es wäre auch wahrscheinlich das Match, was viele richtig geil fänden. Grubby gegen TLO quasi. Danach dann gegen Happy. Also ich muss schon sagen, da sind fette Begegnungen vorprogrammiert. Wobei auch Marine Lord, also ich muss schon sagen, der überzeugt mich hier durchaus. Der spielt schon verdammt gut, ehrlich gesagt. Ja, da ist das Command Center von Marine Lord natürlich. Diesmal einen 14er CC, also keine Barracks zuvor, sondern CC First. Ist das Turnier zu Ende, wenn Grubby jetzt gewinnen würde? Nein, Grubby würde weitermachen. Ja, Informationen auf iso-cup.com. Im Übrigen, was hat diese schelmische Probe schon wieder vor? Dö, 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 dö. Dö, 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 dö.
Jetzt kommt der obligatorische Pfeilen. Also es sieht wieder so ein bisschen nach Proxy Stargate aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird hier Marine Lord wahrscheinlich auffallen. Sollte ihm auffallen, weil wegen kein... Ja, doch zwei Pfeilen. Trotzdem. Kein Stalker, kein Mothership Core, nichts dergleichen im Bau. Also stutzig wird es mich auf jeden Fall machen. Weil normalerweise, das sieht man auch, wie der Nexus dann arbeitet. Man sieht es auch, also das, da ist was irgendwie nicht ganz in Ordnung. Obwohl natürlich schwieriger zu sehen, wie dieses massiv frühe Stargate aus One Base zunächst. Na, deswegen Marine Lord auch vollkommen korrekt alles am Abscouten. Ah, Props hier vorne nochmal. Faked er da eine dritte an. Man hat ja noch nicht mal die Natur. Auch das sollte ihm natürlich stutzig machen. Gefällt mir gut, dass er alles abscoutet. Nur wirklich gesehen hat er jetzt noch nicht was passiert. Jetzt kommt er als erstes mal das Oracle. Grubby weiß, dass hier irgendwo ein SCV ist. Da sieht er es. Aua, wow, wow. Fährt sofort zurück. Aber so ein Mothership Core natürlich auch langsam. Jetzt der Nexus. Auch der ist einfach einen Tacken später. Das muss ihm doch auffallen. Wie schaut das aus? Hinten noch nichts. Also er hat zumindest die Barracks, er hat die Marines hinten. Ah, gefällt mir. Hier noch keine SCVs erstmal. Bunker vorne. Er weiß ja auch noch nicht, was kommt. Und Grubby hat aber bisher schon sehr oft Stargate gespielt. Auf 3 von 4 Maps jetzt. Und da kommt das Empfangskomitee. Aber bisher nur die Schilde. Ah, Grubby sieht, dass er nichts sieht. Zwei Marines aber nicht das Problem. Die nimmt er noch mit. Vielleicht noch den SCV am Bunker. Jawohl, den kriegt er auch noch. 4 Kills. Und dann hat er schon durchaus solide Schaden gemacht. Wir wissen ja, dass er das Oracle ziemlich lange am Leben erhalten kann. Vor allem seit dem Patch heute. Seit dem Buff. Also da durchaus gut unterwegs. Boah, da sind die Marines direkt als Empfangskomitee wieder da. Und verscheuchen da das Oracle. Blink unterwegs. Blinkstalker ist natürlich auch seine ganz großen Spezialitäten. Und auf Derelict haben wir ein großes Cliff, ja, dass man da das Ganze abwehren kann. Wer kommt tatsächlich nochmal dran vorbei an den Marines, für die im Übrigen noch kein Stim fertig ist. So viel zum Thema lange am Leben halten. Das wäre eigentlich nochmal wichtig gewesen für auf den Highground warpen. Man sieht im Übrigen auch, also er hat den Nexus abgebrochen. Also es ist absolut One-Base, was Grubby hier macht. Absoluter One-Base-Donk. Deswegen muss er hier auch sein Timing treffen. Er holt das nächste Oracle. Das ist ein One-Base-Blinkstalker-Holding. Mit 4 Gateways. Ich hätte es auch lieber gesehen, hätte er eigentlich den Nexus durchgelassen. 24 Probes eben nur. Also genauso viel, wie du für ein All-In brauchst. Nicht mehr, nicht weniger. Und das Oracle versucht natürlich, so viele Marines auch mitzunehmen wie möglich. Ja, so viel Schaden zu machen wie möglich, damit sie Stalker gleich einfach haben. Ja, versucht auch, die Marines hier wegzulocken. Und Grubby könnte hier vielleicht schauen, dass er im Bunker schnell rausbekommt, dann defensiv blinken. Oder direkt offensiv hier hoch. Das wäre die andere Option. Muss natürlich noch warten, erst bis Blink fertig ist. Absolutes All-In hier von Grubby. Ich weiß nicht, ob das hier klappt. Also er hat schon gut Einheiten, Marine Lord. Natürlich ein gutes Income. Ist auch schon gut im Supply vorne. Vom Timing jetzt auch sehr, sehr spät, ehrlich gesagt. Mit 8 Minuten 53. Sollte ihm stutzig machen, dass das Stalker sind. Jetzt schon Lord im Bau, Stim auch unterwegs. Ah, hier steht hier vorne natürlich. Und jetzt sind die Stalker da. Und gerade werden die Barracks geliftet. Hier hinten den Time Warp. Hier sind auch noch Marines. Auch doch da hat er einen Time Warp. Und er blinkt sich weiter nach vorne. Die SCVs allerdings machen das gut. Und da hat sich Grubby, glaube ich, einmal zu viel geblinkt. Ja, da kann er, egal wie gut sein Blinkstalker-Micro ist, wenig machen. Auch hier, die Depots stehen unfassbar gut. Hier hat sich Grubby verkalkuliert. Der Marauder ist da. Da kriegt er gerade richtig auf die Mütze. Das wäre es doch noch, wenn das Blink-Upgrade abgebrochen bekäme. Das ist hier nicht der Fall. Zu gierig. Zu selbstsicher. Das wehrt er doch sehr, sehr gut ab. 2 Worker jetzt insgesamt bekommen, aber das ist alles zu wenig.
Oder kann er doch noch was machen? Ich glaube hier eigentlich nicht mehr dran bei Grubby. Oh, oh, oh. So viel zum Thema Blinkstalker Micro. Er hat hinten noch einen Oracle, aber da steht eben auch ein Turret drin. Stim ist mittlerweile durch. Und das war's dann auch mit dem Oracle. Also genauso schnell wie es fliegt, genauso schnell stirbt's auch. Er kriegt immerhin den Bunker da weg. Also, ich meine, er kann's ja durchaus mit Blinkstalkern. Nur gegen Stimp Marauder. Schwierig. Ich meine, er versucht hier noch so viel Schaden wie möglich zu machen und setzt jetzt nochmal den Nexus nach. Während Marine Lord sich hier passiv verhält, natürlich auch vorsichtig ist, dabei das Ganze abzuwehren. Er hat mittlerweile auch Medivacs. Grubbys Armee aber noch nicht zu unterschätzen, ist im Army Value tatsächlich noch größer. Liegt auch daran, weil Marine Lord immer viele, viele SCVs abzieht. Trotzdem natürlich noch im Income besser. Und Grubby hat sich jetzt auch schon massiv geblinkt. Trotzdem ist er vorsichtig, wie und ob er die Units abzieht. Marine Lord braucht natürlich noch weitere Units, braucht ja auch Concussive. Grubby macht das geschickt. Mittlerweile den Nexus durch. Da gibt es den Scan oder gab es den Scan vielmehr. Ja, mit Charge die Transition schon unterwegs. Er hat ja vorhin auch schon mit Charge Zealots und Arkans auch gespielt. Dennoch muss man halt festhalten, wenn jetzt hier Marine Lord weiter Armee produziert, meine, die Stalker sind ja auch schon angeschlagen und dann durchzieht, wird es für Grubby sehr, sehr schwer, das abzuwehren. Also auch wenn Grubby momentan derjenige ist, der hier vorne steht, er versucht, diesen Spalt zu verkleinern. Also versucht, wieder zurückzukommen. Es wird schwierig werden. Es wird richtig schwierig werden. Also wenn er hier Marine Lord weiter einschüchtern kann, vielleicht. Na, er kriegt aber nicht mal ganz Marine raus. Und jetzt läuft er auch raus. So, und das wird jetzt richtig schwer. Er hat nämlich auch Concussive Shells. Er müsste jetzt nochmal blinken. Macht das auch, aber nicht ohne zu schießen. Und da geht Marine Lord zunächst auf Nummer sicher. Nimmt auch Pylon und Stargate raus. Mothership Core hier hinten, also keine Möglichkeit dafür einen Recall. Jetzt wird rausgepusht. Genau richtig natürlich jetzt von Marine Lord. Genau richtig jetzt zu pushen. Grubby steht da und wird weiterhin versuchen, Schaden auszuteilen mit seinen Stalkern. Aber er hat halt sonst nichts. Er hat sonst nichts außer Stalker. Großartig. Der Mothership Core ist nicht zu Hause. Für Nexus-Kanone würde er jetzt den Recall machen, würde ihm das auch nichts bringen, weil dann fehlt die Energie. Also ganz großes Malheur. Charge allerdings durch. Ja, dafür aber 1-1 hier beim Terraner. Die Charge-Zellets kommen. Und er hat natürlich auch den Concussive. Es kann kiten und so viele Zellets sind das eben nämlich noch gar nicht. Garnin steht tief, zwar ein bisschen was, aber nicht genug. Tatsächlich, das wird der Ausgleich. Also Grubbys One-Base-Blinkstalker. Keine gute Idee gewesen. Einfach das Timing viel zu spät. Nach dem Oracle und da hat Marine Lord einfach schon zu viel Schaden gemacht. GG 2-2. Ja, das war stark gespielt auch von dem guten Lord, dem guten Marine Lord. Ja, ganz im Ernst, da muss Grubby ein bisschen aufpassen, wenn er so ein One-Base-All-In spielt, dass das nicht immer klappt. Egal, ob er jetzt so ein gutes Blinkstalker-Micro hat oder nicht. Machst du nix in dem Fall. Machst du nix. Da muss Grubby sich vielleicht was anderes überlegen. Das Spiel ist knapp und steht auf Messerschneide. Matchball vergeigt. Und jetzt hängt alles von einer einzigen Map ab. Ob Marine Lord jetzt es tatsächlich schafft, 500 Euro mit nach Hause zu nehmen oder ob Grubby 300 Euro mitnimmt. Das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Marine Lord kriegt, also es ist ein Spiel um 300 Euro. 200 hat er schon sicher, hat ja schon einmal gewonnen gegen Blei. Jetzt erhöht sich der Einsatz, aber es wird natürlich auch schwieriger. Grubby ist noch ein anderer Gegner, ein anderes Kaliber als Blei. Es ist, Marine Lord spielt aber sehr, sehr stark, wie wir gesehen haben. Und deswegen auch Grubby ein großes, großes Risiko letzten Endes eingegangen. Der nächste Gegner, er wird TLO. Und da hängt dann davon ab, ob wir ein PVZ sehen werden oder ob wir einen TVZ sehen werden. Auf alle Fälle wohl auch Probleme mit Twitch, wie ich das gerade sehe. Also da aufpassen. F5 drücken im Zweifelsfall.
denn dass ihr da vielleicht auf einen anderen Server kommt. Normalerweise sollte das alles sehr, sehr gut laufen im Übrigen. Ja, und natürlich vergesst nicht eure Gewinnchance auf einen wunderschönen ISO-Monitor mit 240 Hertz. Auf iso-cup.com könnt ihr eben diesen gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ja, das Passierschein A38, dafür das blaue Formular ausfüllen. Nein, ganz so kompliziert ist es nicht, sondern einfach auf der ISO-Seite, iso-cup.com, gibt es da das Raffle, da klickt ihr einfach drauf. Und ja, dann steht da eigentlich auch schon alles entsprechend erklärt. Ja. Twitch-Plugin gibt's wohl auch. Denke ich. Genau. Frost ist die nächste Map. Und wir starten natürlich auch sofort durch, ohne große Verzögerung. Und machen dann weiter eben mit diesem Spiel. Ja, alles, was ihr sonst noch so wissen wollt, wissen müsst, auf www.mystarcraft.de. Oder ja, schaut vorbei auf meinem YouTube-Channel. Ja, da habe ich natürlich auch ein paar tolle Infos für euch hochgepackt. Ja, kleiner Videoblog, den ich euch ja versprochen habe, weiter fortzuführen. Was zur Hölle? Gut, dass ich kein Französisch kann. Grubby offensichtlich ein bisschen. Rainlord selber ist Franzose. Like a boss. Grubby im Übrigen so ein kleines Sprachtalent. Also der kann auch ein bisschen Deutsch, wohl Französisch, Englisch, Holländisch. Kann man durchaus schon ein paar Sprachen. Ja, da sind wir da. Auf Frost sehen wir in der rechten oberen Ecke von Team Grubby. Grubby. Und in der linken oberen Ecke haben wir von Team AAA Marine Lord. Sehr gut. Also, wer hat Passierschein A38? Wer darf mitmachen beim Raffle? Wie heißt mein YouTube-Channel? Mori09TV. Wie heißt mein Twitter? Mori09TV. Wer sich auf Facebook? Mori09 bzw. facebook.com Mori09. Koreanisch, ja, kann er auch ein bisschen. Also, ja, ganz im Ernst. Kleine Sprachwunder, wie ich schon sagte. Diesmal im Übrigen wieder CC First. Und was machen Grubby? Gibt sie wieder Proxy? Schreit schon ein bisschen was danach. Wobei die Probe natürlich hier erstmal quasi scoutet. Rainlord wird vorsichtig sein. Ich meine, er hat jetzt schon auf 3 von 4 Maps einen Oracle gesehen. Das ist jetzt Map Nummer 5. Vielleicht Grubby diesmal komplett was anderes. Prost, sag ich da nur. Ohne Scheiß. Holland machen wir einfach zu einem Bundesland, wenn die eh schon alle Deutsch können. Ich bin total dafür. Gleiches machen wir noch mit Österreich und der Schweiz. Natürlich die Frage, ob die das selber so wollen. Sehr gut. Ohne Scheiß, der Twitch-Chat wieder at its best. Herrlich. Was da für Ideen kommen. Ja, auf alle Fälle, Grubby. Auch jetzt mit dem Nexus. Gibt sich ein bisschen harmloser. Hat jetzt aber kein Warp-Gate-Tech unterwegs, was mich ein bisschen verwundert. Obwohl, Mothership, der wird das doch nicht vergessen haben. Okay, verstehe. Verstehe. Aber da ist der Marine und kein Stargate. Also das muss er sich jetzt überlegen. Aber dass er jetzt so durchzieht, das klappt diesmal nicht. Also stumpf Baum bis zu Hause, wenn der Pylon gescoutet ist. Dann spielen wir es halt nicht Proxy.
Nice. Grubby. Einfach Grubby. Es ist der Stalker noch unterwegs, um diesen Marine abzugreifen. Schafft er es, den Pilot zu retten, ist die große Frage. Ich denke eher nicht. Aber vielleicht kann er Marine dafür im Austausch bekommen. Das wäre immerhin 50 Mineralien dann vom Gegner. Grubby wird nicht in den Supply Block geraten. Da kommt er. Das ist knapp. Tatsächlich! Wow, er schafft es, den Pylon erst einmal zu retten. Ja, es schadet ja nie mal, so ein Warp in Pylon auf der Karte zu haben. Marine Lord, fühlt er sich jetzt zu sicher? Das könnte natürlich auch so ein bisschen Mindgame sein. Ja, wer rechnet denn damit, dass er dann einfach das Stargate stumpf hier vorne baut? Mori Anfang 30. Gott, komme ich so alt rüber. Oh Mann, jetzt fühle ich mich auf einmal alt. Danke. Dö, 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 dö. Ja, auf alle Fälle Double Forge. Und Grubby. Da ist er unterwegs mit seinem Oracle. Nur, dass Marine Lord wieder vorbereitet ist, also daran machst du nichts. Und damit hat Marine Lord hier vielleicht momentan einen kleinen Vorteil. Und das könnte gerade so knapp, wie das hier ist, ganz im Ernst spielentscheidend sein. Grubby jetzt mit einer schnellen dritten Basis, weil er sich denkt, okay, ich habe Marine Lord bisher auch sehr gut in seiner Basis halten können, immer wenn ich Oracle gespielt habe. Vielleicht klappt es diesmal ja auch. Ohne Stim geht er sowieso nicht raus. Man versucht sich da nochmal was zu schnappen, aber ja, der Missile Turret sorgt dafür, dass es hier weiterhin bei 0 bleibt, bei 0 Kills für das Oracle. Aber versuchen kann man es ja und versuchen sollte man es auf jeden Fall. Wer ist älter, Mori oder Kaldor? Kannst nur eine Antwort geben. Kaldor ist älter. Der ist wirklich Anfang 30. Naja, passt schon. 52 zu 48. Gerade der Worker-Stand. Mit der dritten wird sich das natürlich nochmal ein Stück weit ändern können. Immerhin 3 SUVs jetzt bekommen durch ein fliegendes Oracle. Na, da bekommt der fliegende Holländer eine völlig neue Bedeutung. Dü, 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 Flying Dutchman. Wie vorhin auch im Übrigen, das Templar-Keifer. Also er spielt sehr gierig, das muss man schon sagen. Sehr viel Text, hat nur 2 Gateways momentan. Aber ich meine, Marine Lord lässt ihn auch, hat selber die dritte gerade unterwegs. Wahrscheinlich auch deswegen Grubby, ja, sich da so sicher, dass das hier klappt. Ja, Marine Lord hat selber jetzt auch nicht das Allermeister in Barracks, auch nur 3 so gesehen. Warum sollte es dem Protostar anders ergehen? Lauf, Marine, lauf. Hatte er von der... Ja, ich meine, er hat die dritte gesehen gehabt. Charge Storm 1-1. Hatte er immer noch im Übrigen den Pylon hier. Das sollte man nicht verachten. Also das könnte sich nochmal rächen in Form von Warpins. Dass er den immer noch nicht geklärt hat. Ist aber schwierig, mit einem einzelnen Marine über die Karte zu laufen, wenn ein Oracle draußen ist. Das haben wir vorhin schon gesehen. Und das ist jetzt stark. Hier hat er eine Probe, weil er weiß, dass Marine Lord sehr viel droppt. Das hat er vorhin auch schon gemacht. Jetzt stehen hier die Einheiten, sogar eine Kanone. Und Grubby bewegt sich nochmal ein Stück weit zurück. Hier war es das mit dem Oracle, damit er das hier auf jeden Fall abräumt. Nein, er geht da komplett raus. Im Ernst? Das muss er doch gesehen haben hier. Die dritte soll Rest werden und das reicht doch nicht. Die eine Kanone, die Zealots, dann der Templar mit Feedback Storm, war nicht noch nicht durch. Und das hätte er hier vermeiden müssen. Das könnte der Vorteil sein, den Marine Lord braucht. 12 Worker und der Nexus in Gefahr. Das ist bitter. Jetzt gibt es nochmal die Nexus-Kanone und der Nexus. Selber 200, das fällt, der fällt, der fällt, der ist down. Eieiei, also wer auf Grubby gegen TLO gehofft hat, hier sterben gerade Hoffnungen. Hier bricht dem einen oder anderen jetzt vielleicht das Herz. Noch ist es allerdings nicht vorbei, das sollte man zugeben, aber unfassbar stark, wie Marine Lord hier spielt. Und da ganz klar Fehler von Grubby. Er hat oder er hätte den Drop so sehen müssen. Falsch drauf reagiert.
zugegeben, es ist schon stark, ja, dass Marine Lord hier von mehreren Seiten angreift, aber an sich nichts Überraschendes. Aber noch sollten wir keinen der beiden Spieler abschreiben. Jetzt Grubby, nochmal mit schönen Force Fields. Da gibt's die Feedbacks und wie knapp war das denn? Teuer! 4 Hitpoints, da fehlt es ein Stück weit an Energie. Auch das Medivac darf leben hinten, aber ja, ich sagte es vorhin mit dem Warp in Pylon, der macht sich jetzt bezahlt. 9 Worker Kills. Dafür aber hier nochmal der Drop. Nicht zu vergessen natürlich der Nexus, der immer noch Geschichte. Und jetzt geht's da mit dem nach vorne. Er versucht da den Templar rauszufokussen. Grubby verliert tatsächlich den Templar. Guardian steht und hat schon mit diesem Push hier durchaus Probleme, wie wir gerade sehen. Vor allem auch, wenn der Templar damit Energie stirbt. Jede Menge Guardian Shields und die Charges geben alles immerhin. 2-2 ist durch. Weiter die Force Fields und die Sentries retten gerade oder versuchen zu retten, was zu retten ist. Aber die gehen selber drauf mit Stim auf dem Vormarsch. Stalker down und jetzt geht's weiter. Hier vorne steht ja noch das Medivac. Da weiß er, da sind keine Units und Feedback. Da ist einfach zu wenig Energie drauf. Die Medivacs waren die ganze Zeit im Kampf. Also das hat der hier sehr, sehr gut gemacht. Aber Grubby mittlerweile auch schon 12 Worker getötet. Er kämpft hier. Er kämpft richtig. Und das muss er auch. Sonst ist es vorbei. Marine Lord macht fast keine Fehler hier. Jetzt erzwingt er quasi einen Storm. Der sitzt gut, aber sofort wieder rausgelaufen. Nur um kurz nochmal wieder reinzulaufen. Von vorne weitere Templer. Und das kann hier durchaus noch was werden. Allerdings haben die keine Energie gerade für einen Storm. Da fehlt es noch. Das sollte er sehen. Den Archon mit am Start plus die Nexus-Kanone. Nimmt er nochmal das Gas raus, um Grubby diese Einkommensquelle zunichte zu machen. Marine Lord mit 30 Supply vorne. Einfach ja auch Wald zwischendrin. Der Nexus quasi Geschichte war. 2 weitere Gateways. Dass er hier nicht ganz weiter droppt, verstehe ich nicht. Ja, das versteht er auch nicht, deswegen fängt er gleich wieder mit an. Upgrades gerade 3-3 gestartet, aber dieser Upgrade-Vorteil wie vorhin, der ist einfach nicht mehr da. Und da hatte Grubby das Spiel verloren. Ähnliche Situation also. Und dann, das darf doch nicht wahr sein. Da stehen die Zealots. Der Templar macht nichts, aber Feedbacken lohnt sich da auch ehrlich gesagt nicht. Stirbt, bevor er Storm hat. Muss er nochmal reinwappen. Also das tut richtig weh, diese Drops. Obwohl leider die Pines hat. Dafür die Storms sind hier sehr, sehr gut. Stürmisches Wetter. Und damit kriegt er hier große Teile der Armee. Trotzdem, schaut euch das Supply von Reload an. Grubby hat Probleme, diese Drops hier zu clearen. Die sind aber auch hässlich. Und bisher hat der Terraner hier deutlich besser abgetauscht. Grubby fängt allerdings schon wieder das Minen an und zieht dann die Props mit dazu, wo er merkt, dass es nicht ganz reicht. Dazu Zealots, die hier stehen, rumstehen, nichts machen, etc., die da vorne wieder entdeckt im Übrigen. Und dann wird einfach mal weiter gedroppt, weiter geschickt. 27 Worker zu 17. Grubby mit großen Problemen und Marine Lord wird immer stärker. Es tritt dieser Schneeball-Effekt rein, von dem wir schon so viel gehört haben. Ja, scheiß auf Schneebälle. Wir wollen wieder Sommer. Und Marine Lord, da muss man sagen, da geht bei ihm wirklich eine Sonne auf. Das war absolut stark gemacht und man muss auch sagen, das war verdient, wie er hier gespielt hat. Grubby, heute geht er leer aus. GG, well played und das war dann das 3-2.